Jetzt stehen wir wie die Deppen da. Das sagt Rapid-Kapitän Stefan Schwab nach der 0:1-Niederlage gegen Hartberg, die den Titelkampf wieder ein Stückerl unspannender gemacht hat. Und über den Titelkampf und über alles weitere, die abgelaufene Bundesliga-Runde betreffend, will ich jetzt gerne sprechen. Mit wem? Selbstverständlich mit dem Panther. Michi Konzl, servus. Grüß Gott, hallo, servus. Danke für deine Zeit. Wir gerne. Werden, wenig überraschend, gleich einmal mit Rapid starten und mit der 0:1-Niederlage. Ist der Titelkampf damit entschieden oder hast du die Rapidler noch auf der Rechnung? Na, also du fragst mich immer wieder solche Sachen. Ja, klar. Aber es ist, bis zum Schluss muss man einfach, solange es theoretisch geht, einfach dranbleiben. Und es ist ja jetzt dann nächste Woche oder nächste Runde, ist ja schon das direkte Duell. Und wer weiß, was da passiert. Also abschreiben auf keinen Fall. Man hat eine Riesenchance vergeben, ganz klar. Salzburg hat auch Punkte gelassen und Rapid hätte es in eigener Hand gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann wäre es natürlich noch spannender gewesen, ganz klar. Es war der viel zitierte Selbstfaller, so hat es die Kübauer bezeichnet und wahrscheinlich recht treffend, oder? Ja, man kann gar nichts anderes sagen. Es waren ja auch die Chancen da. Also es waren Hochkaräter da und Hartberg hat das eigentlich recht clever gespielt. Ganz anders wie bei der Hinpartie. Also Hartberg zu Hause hat versucht mitzuspielen und dann ist es natürlich leichter. Dann hat man Räume, dann hat man Platz, dann geht alles viel einfacher. Und diesmal hat Hartberg eben auch auf Konter gespielt, hat alles sehr eng gemacht und dann wird es natürlich unglaublich schwer durchzukommen. Aber nichtsdestotrotz hat Rapid sehr, sehr viele Chancen vorgefunden. Also man hätte es entscheiden können. Okay, dann werfen wir mal einen Blick in die Highlights hinein. So ist es also gekommen zum 0:1 Rapid gegen Hartberg. Da sehen wir gleich einmal eine Großchance von Gnasmüller in der Anfangsphase. Ja, Gnasmüller, für mich ein Rätsel, in jedem Spiel eigentlich, 300%iger und er trifft leider das nicht das Tor. Das ist immer schon das entscheidende Gegentor und durch Tadic. Das war einer der wenigen Konterstöße, natürlich ein schwerer Fehler war auch dabei. Muss man auch ganz klar sagen. Dann noch mit einer Großchance, die er dafür gibt. Ja, wie gesagt, wir sehen ein paar, das war abseits, glaube ich, ganz klar. Gibt es auch keine Diskussion. 1:1 Stefan Schwab. Ja. Also das vermeintliche 1:1. Und der Ullmann darf das natürlich nicht spielen. Er darf den Pass nicht so blind in die Mitte spielen. Das ist eine, ja, das ist die Ansa-Regel in Wahrheit im Fußball, dass man das nicht tun sollte. Wie ist es erklärbar, dass es trotzdem ab und zu vorkommt? Einfach Konzentrationsschwäche? Ja, es kann nur so sein. Ja. Technisch haben es die Spieler alle drauf. Meistens ist es eine kurze Unachtsamkeit und dann macht man sowas. Es sind dann vielleicht oft zwei Gedanken und das ist dann immer schlecht. Er war natürlich ein bisschen unter Druck, das hat Hartberg ganz gut gemacht. Aber gut, es ist passiert. Kann man auch einmal einfangen, ein Tor. Wenn man so viele Chancen hat, sollte man auch die eine oder andere nutzen. Und deswegen zu Recht sagt der Kapitän Schwab, dass wir jetzt wie die Deppen dastehen. Und Riesenchance vergeben. Man darf nicht vergessen, viele Verletzte. Aber trotzdem, man hat ja die Chancen gehabt. Man hat wieder ganz gut zumindest die erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit war es nicht mehr so rund, die ganze Geschichte. Aber jetzt kommen schon langsam diese Ausfälle zu tragen, die vielen Spiele. Also es wird 12 Kaderspieler haben gefehlt gegen Hartberg. Also das ist schon ein Aderlass, den muss man natürlich mit einkalkulieren in der Analyse, oder? Sicher, es sind junge Spieler, das haben wir gesagt, dass es nicht einfach ist. Junge Spieler, die bis jetzt sensationell performt haben, das muss man auch ganz deutlich sagen. Dann der Torgarant, Fontas ist nicht ganz fit, das ist natürlich auch eine arge Schwächung, weil der Daxis war in einer Überform und jede Chance, also wenn der die Chance hat, macht das mit Sicherheit, das Tor. Ja. Aber es ist halt in dem Fall so. Und ja, jetzt muss man, vielleicht schafft man es jetzt, dass man Salzburg biegt und dann sind wieder die Karten neu gemischt. Ja. Dann wird vielleicht Salzburg ein bisschen nervös. Im Fußball ist so viel möglich und es heißt immer bis zum Schluss alles geben und kämpfen. Dass Salzburg durchaus nervös sein kann, das werden wir gleich noch behandeln. Ein Wort aber noch zu Rapid und zu einem von dir angesprochenen jungen Spieler. Yusuf Demir, der hat nämlich sein Startelf-Debüt gegeben und dem wird ja eine ganz große Zukunft vorausgesagt. Zumindest hat er offenbar das Potenzial, nicht? Ja, zu Recht. Also er zeigt es eigentlich von Beginn an und das ist schon ein richtiger Hinweis, dass er Qualität hat, weil er kommt rein. Zuletzt ist er ja immer nur reingekommen und hat sofort performt. Ja, und er hat das Spiel an sich gerissen, das ist ja das. Er hat dann entscheidende Aktionen gestartet. Aber er gestern jetzt auch ein-, zweimal nicht ganz glücklich gewirkt hat und ein, zwei Chancen ausgelassen hat. Ja, das wird immer passieren bei so einem jungen Spieler, dass es Höhen und Tiefen gibt. Aber wie er das Spiel schon lenken kann und was er für Ideen hat und was er für Pässe spielt, ja, also das ist schon
ich will nicht sagen, ganz großes Kino, aber da ist noch aber sehr viel Potenzial da und wenn er halbwegs dran bleibt, ja, und dann ist das wirklich ein Jahrhunderttalent aus meiner Sicht. Mhm. Dann müssen wir jetzt im Zuge des Rapidspiels natürlich auch noch über eine Causa sprechen, die das Sportliche fast ein bisschen überschattet hat. Nämlich ein, sagen wir einmal, fragwürdiges bis geschmackloses Fantransparent, das da vor dem Block West affischiert worden ist. Wir brauchen die Geschichte jetzt eh nicht noch einmal erzählen, Nein. Die ist hinlänglich bekannt, aber deine Meinung wüsste ich trotzdem ganz gern dazu. Ja, unpassend. Komplett unpassend und... Die Frage stellt sich nur, wie kommt das transparent dorthin? Es ist, die Zuschauer dürfen nicht rein, es ist eh alles schlimm genug und dann lässt man so ein Transparent zu. Die Verantwortlichen haben sich dazu geäußert, haben, glaube ich, alles schon dazu gesagt. Peschek sagt, es ist vor Anpfiff noch abmontiert worden oder weggebracht worden und damit sei die Causa gegessen. Gibst du dich zufrieden mit der Argumentation? Das ist immer Sichtweise. Also ich habe schon gesagt, das ist unpassend, das ist... gehört nicht dorthin, es schauen viele Jugendliche zu und man sollte sich wirklich mehr aufs Sportliche konzentrieren. Das tun wir hiermit auch wieder, allerdings nicht mehr bezogen auf Rapid, sondern auf den Tabellenführer und Titelverteidiger Salzburg. Michi hat es schon angesprochen, in den letzten beiden Spielen hat man zumindest so etwas Ähnliches wie Ansätze von Schwäche bei Salzburg gesehen. Eine 2-0-Führung hat man diesmal aus der Hand gegeben und zwar gegen den WRC. Gekommen ist das Ganze so, schauen wir mal gemeinsam rein. Also Salzburger haben sehr stark, sehr druckvoll begonnen hier das... Ich meine, das war wieder sensationell. Das war natürlich schon das 2-0 durch Mwepo, vorhin war das 1-0 durch Okugawa. Genau, es waren beide Tore sensationell. Also da, wie in der Stadthalle, wie beim Training, nimmt er sich die Zeit und macht das genial. Da sieht man schon den Anschlusstreffer. Eigentor von Ulmer. Eigentlich Scherefehler von Ulmer. Ulmer. Und dann Kanzels Lieblingsspieler, Michi Lindl. Der interessanterweise nicht von Beginn an gespielt hat, genauso sagen, wie nicht, weiß man. Hat beide, war das gescheit beide oder mutig? Oder absolute gut? Stützen der Mannschaft haben nicht begonnen. Vielleicht war das auch ganz einfach sehr gescheit gemacht vom Trainer, ja, weil das sind beide Spieler, die das Spiel lenken und in eine Richtung drehen können. Und vielleicht waren sie schon ein bisschen müde auch, das muss man ja auch mit einberechnen, dass die Belastungen sehr hoch sind. Und bei Lindl sowieso, der Jüngste ist auch nicht mehr. Und, der ist 35, so alt wie ich. Ja, super alt. Der kann nicht. Ja. Was heißt, der ist nicht mehr der Jüngste? Ja, ich bin nach Rom erst gegangen mit dem Alter. Also, stimmt. Also im besten Fußballeralter, sagen wir so. Aber vielleicht braucht er doch ein bisschen Zeit. Der Trainer, das ist sicher abgesprochen mit so routinierten Spielern, dass sie sich das auch ein bisschen einteilen können. Und man sieht ja dann, wenn sie dann kommen, dann setzen sie einfach ihren Marker hin. Bezeichnenderweise ist nämlich der erste Treffer für den WRC genau wieder aus einer Lindl-Weißmann-Kombination erfolgt, wenngleich dann Ulmer der Unglücksrabe Diesmal war Ulmer derjenige, der mitgeholfen hat. Untypisch eigentlich, dass er sich so verschätzt und dann noch dazu das Pech, dass er den selber reinhaut. Also er war bedrängt von Weißmann, aber in Wahrheit ist es Eigentor. Untypisch für Salzburg, dass man eine 2-0-Führung aus der Hand gibt. Man hat wieder so begonnen wie zuletzt, sehr stark, sehr druckvoll. Der Pass zum 1-0 von Wang sensationell und dann auch kaltblütig abgeschlossen, Okugawa. Und dann das zweite Tor haben wir eh schon gesehen. Also bleibt ganz ruhig, macht das für den Tormann ein Wahnsinn. Ja? Also das ist eine Verhöhnung des Tormanns, des Gegenspielers, also, aber ist schön anzuschauen. Mhm. Überhaupt, du hast es ja angesprochen, ja. Sehr unüblich, dass Salzburg sehr dominant auftritt, eigentlich eh wie gewohnt, und dann den berühmten Sack aber doch nicht zumacht. Jesse Marsch hat dann nach der Partie auch gemeint, die Mannschaft ist in einer Phase, in der die Spieler sehr müde sind. Erklärt das womöglich auch die fehlende Entschlossenheit? Ja, du hast das angesprochen. Ich wollte jetzt ein bisschen was anderes sagen. Man hat dann vielleicht das ein bisschen zu leicht genommen, dann waren es ja unglückliche Tore in Wahrheit. Auch eine Unkonzentriertheit und dann von Lindl, gut, der muss nicht so passen, ja. Aber das sind halt spezielle Spieler, die solche Tore machen können und der WRC ist einfach eine Mannschaft, die nie aufgeben, also das muss man auch sagen. Das hat, glaube ich, Junusovic im Interview nachher auch zugegeben und gesagt, das habe ich super gefunden, dass er die Gegner auch lobt, weil das muss man auch, darf man auch nicht vergessen,
Die haben nie aufgesteckt, sie haben immer probiert. Und das ist eine Mannschaft, die wirklich jeden Gegner Probleme bereiten kann. Auch wenn du mich jetzt wieder ein bisschen rügen wirst, muss ich dir natürlich festnageln und dir einen Ergebnistipp abluchsen. Bezogen auf das Schlagerspiel am kommenden Mittwoch. Rapid gegen Salzburg und den vermeintlichen Titel-Showdown oder nicht? Oder wie jetzt, Michi? Also für mich riecht es ein bisschen wie unentschieden. Ne? Es kann sein, es kann alles passieren, dass wenig Tore fallen, dass viele ausgeglichen, also dass ausgeglichen sein könnte. Also es wird extrem spannend auf jeden Fall. Ich traue mir da ehrlich gesagt nichts sagen. Ich glaube, dass das Rapid die Möglichkeit hat, Salzburg weh zu tun. Und ja, umgekehrt muss man halt diese Druckphasen schon überstehen. Ja. Da ist schon Qualität da, das muss man überstehen. Aber defensiv ist Rapid eigentlich die letzten Spiele immer sehr gut gestanden, außer jetzt bei dem Gegentor. Dieser Fehlpass hat es da kaum Probleme gegeben in der Defensive. Und wenn sie so stabil auftreten, dann haben sie die Qualität in der Offensive, wenn Spieler wieder dazukommen, wenn zum Beispiel Fontas wieder fit ist und spielen kann, dann haben sie schon Spieler, die Salzburg auch wehtun können. Am Mittwoch wissen wir also mehr. Auf Krone.at versäumen Sie natürlich nichts. Der Hinweis sei mir jetzt schon gestattet. Im Ticker sind Sie wie gewohnt live dabei. Und damit kommen wir zum letzten Spiel in der Meistergruppe. Das hat gelautet Sturm Graz gegen den LASK. Was ist das eigentlich Spannende an der Partie, dass Sturm schon wieder verloren hat oder dass der LASK schon langsam wieder zurück in die Spur zu finden scheint? Naja, Sturm ist eine ganz seltsame Mannschaft. Also die letzten Runden haben wir gesagt, die geben nicht alles, das schaut so ein bisschen lasch aus und sie gehen nicht an ihre Grenzen. Und diesmal war es ganz anders, muss ich sagen. Also da hat man gesehen, dass die Burschen schon Gas geben können, dass sie wollen. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, wie die zwei gelb-roten Karten zeigen. Teilweise übermotiviert vielleicht sogar. Und im Abschluss sind sie einfach auch nicht so effizient. Also Despotov, ich kann mich erinnern, fast in jeder Partie ein herausragender Spieler, der auch zu Chancen kommt. Nur ist er irgendwo auch einer, der die Chancen nicht reinmacht. Und das tut dann natürlich weh. Und dann geht es einfach die ganz andere Richtung, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Eine, glaube ich, hundertprozentige Chance, kann ich mich erinnern. Wir werden es, glaube ich, nicht sehen. Ja, wir haben das Video in diesem Fall nicht. Ganz alleine auf 11 Meter eine Kopfballchance. Und versetzt den Ball. Ja. Wenn der reingeht, schaut es ganz anders aus. Ja. Und umgekehrt, der LASK hat wenig Chancen gehabt, hat das sehr trocken gespielt. Und für den LASK ganz wichtig, dass sie jetzt zweimal hintereinander recht souverän gewonnen haben, obwohl das jetzt auch nicht die Sensationsleistung war. Fakt ist jedenfalls, dass Sturm heuer noch keinen Heimsieg verbuchen kann. Michi, wie ist denn das zu erklären? Vielleicht auch mit dem Post-Corona-Phänomen, demzufolge der Heimvorteil sich schon langsam in einen Heimnachteil, nämlich in einen strukturellen, verwandelt hat. Würde ich nicht sagen. Es ist dort sehr viel Unruhe da mit dem Trainer, der auch nicht richtig für mich auftritt teilweise und ist auch bestraft worden. Das färbt natürlich auch auf die Mannschaft ab, das ist ganz klar. Und da kommt man einfach nicht zur Ruhe, dass man das Spiel, was man eigentlich vorhat, was man auch von Sturm schon gesehen hat, durchzieht. Das sind zu viele Kleinigkeiten, die auch von außen einwirken, die störend sind einfach. Und so kommt man die Mannschaft ein bisschen vor, dass die wirklich starke Führungskraft fehlt. Die Torschützen für den LASK waren, damit wir das der Ordnung halber auch deponieren, jedenfalls Raguz per Elfmeter und dann TT mit seinem 7. Saisontor. Auf Seiten von Sturm Graz hat es, wir haben es schon erwähnt, 2 gelb-rote Karten gegeben, nämlich für Balic und für Donkor. Michi, jetzt reden wir immer davon, wir haben es eingangs eh schon erwähnt, dass man gerade in so einer Situation sehr aggressiv sein muss und Aggressivität spüren lassen muss dem Gegner. Ja. Wie schafft man es, dass man die Grenze zieht und eben nicht übers Ziel hinausschießt? Ja, es ist auch manchmal klarerweise Ermessenssache des Schiedsrichters, ob das jetzt übertrieben war oder nicht übertrieben war. Das sei jetzt dahingestellt, ob man da zu kleinlich ist vielleicht. Aber ich glaube, dass es trotzdem der richtige Weg ist, über den Kampf ins Spiel zu kommen. Dass es darf nie unfair oder brutal werden, das ist schon klar. Aber ich glaube, das war so ein, wenn man vielleicht was positiv, und du musst ja immer positiv denken und nach vorne schauen, das war schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, glaube ich, dass man einfach schon
kämpft wieder und versucht auch ein bisschen Härte ins Spiel zu bringen, aber nicht übertreiben. Und man hat es auch gesehen, sie haben ja mit zwei Mann weniger sogar weitergespielt, sie haben auch Chancen vorgefunden. Also von dem her kann man Sturm diesmal gar nichts vorwerfen. Eher, wie gesagt, die Chancenauswertung ganz zu Beginn, dann wird das ganze Werk auch anders laufen. Aber wenn Sie daran denken, im nächsten Spiel, dass man wirklich mit voller Energie in das Spiel geht, es muss halt in Rahmen bleiben, ja, dass das nicht zu Ausschlüssen kommt, weil damit schwächt man sie wieder. Aber es geht nur über eine gesunde Aggressivität. So viel also zu Sturm gegen den LASK. Damit machen wir einen Strich unter die Meistergruppe und wenden uns der Quali-Gruppe zu. Und dort wollen wir beginnen mit der Wiener Austria, Michi. Die hat nämlich den dritten Sieg in Serie gefeiert mit einem 2:1 gegen die WSG Tirol. Das hat es zuletzt 3 Siege in Serie 2017 gegeben. Die Austria in ungeahnten Höhen. Ja, sehen wir es sehr positiv. Ja. Die Austria ist jetzt am richtigen Weg, dort wo sie hingehören, wo sie hinwollen. Vielleicht ist da so ein bisschen der Knopf aufgegangen, das kann auch sein. Was mich sehr freut, auch wieder junge Spieler zeigen auf. Also es ist so, dass sie, wie gesagt, kann mich nur wiederholen, auf dem richtigen Weg jetzt sind. Dass noch Potenzial nach oben ist, ist auch klar. Aber ich glaube, dass man sehr happy ist, dass man mal so eine kleine Siegesserie mal starten konnte. So ist es also gekommen zum 2:1-Sieg. Hier sind die Tore. Das frühe 1:0 durch Edamonyi. Der trifft auch wieder mal. Ja. Ja, tut sicher gut. Dass er es kann, hat er ja auch schon öfter bewiesen, aber bei der Austria halt noch sehr selten. Das war der Anschlusstreffer. Durch Dedic, also der Ausgleichstreffer. Also 1:1. Ja. Ausgleichstreffer was man auch positiv sehen kann, ist, dass das hat natürlich auch dazu beigetragen, genau, dass es Geld dann leichter wird. Guganik. Sehr schön, sehr schöne Aktion. 2:1 durch Pichler nach Vorarbeit von Routinier Grünwald. Ja, Grünwald drückt auch seinen Stempel immer wieder auf, ob das Standardsituationen ist, ob das solche Pässe sind. Ganz wichtig, dass das wieder funktioniert. Der Ausschluss hat der Austria natürlich auch geholfen, ganz klar. Aber dass sie nicht aufstecken, ist jetzt auch wieder eine, finde ich, ein bisschen neue Tugend. Ja, dass man, auch wenn es dann 1:1 steht, nicht nervös wird und dass das auch in die andere Richtung geht, sondern dass man weiterspielt. Edamonyi hast du schon angesprochen, der hat nach längerer Zeit wieder einmal getroffen. Verteidiger Neurauter hat es ihm aber ein bisschen einfach gemacht, oder? Die Experten haben gemeint, da hat ein kleiner Arschwackler genügt und schon war Edamonyi vorbei. Ja, es gibt immer zwei Sichtweisen, ganz klar. Hat es jetzt der Offensivmann gut gemacht oder defensiv? Richtig. Du wirst immer Fehler finden oder was Gutes. Ich bin der Meinung, dass er das recht gut macht, dass man sich anders anstellen kann, auch klar. Aber er hat es dann letztendlich vollendet, was ja nicht immer der Fall war. Wenn er die Chance bekommen hat zu spielen, hat er dann auch nicht getroffen. Aber für ihn war es extrem wichtig, auch für die Austria, dass er wieder einmal getroffen hat. Auch wenn du kein Freund von Prognosen bist, aber in dem Fall musst du dich ja nicht weit aus dem Fenster lehnen. Die Austria kann mit dem Playoff planen, oder? Ja, also ich glaube, dass sie das... vor allem, sie haben jetzt selbst daran gedankt. Ja. Das ist ganz wichtig in so einer Situation. Wir wissen es, vor ein paar Spielen war es noch ganz anders. Und jetzt haben sie doch ein bisschen sehr vieles Aufbauendes erlebt. Das heißt, das wird dann die nächsten Partien auch leichter. Und deswegen glaube ich auch, dass da wahrscheinlich nichts mehr anbrennen wird. Man muss immer vorsichtig sein im Fußball. Es geht auch so schnell im Moment, aber der Weg ist sehr gut. Die WSG dagegen findet sich jetzt am Tabellenende wieder und Trainer Silberberger hat gemeint, Abstiegskampf spielt sich zu einem, ich weiß nicht wie viel, aber zu einem guten Prozentsatz im Kopf ab. Hat er recht? Generell. Wurscht, ob es nach oben geht oder nach unten geht. Es ist im Sport so viel, was sich im Kopf entscheidet. Und er war richtig sauer. Er war richtig sauer, dass die Mannschaft aus seiner Sicht nicht so dagegen gehalten hat, wie er sich das vorstellt. Er hat auch das Spielfeld schon eine Minute vor Schlusspfiff verlassen. Offenbar hat er genug gesehen gehabt, ja, und ist in die Kabine gegangen. Er ist halt einer, der immer will und kämpft, die Mannschaft kämpfen sehen will. Und das war ihm zu wenig. Die Gegenwehr war ihm einfach zu wenig. Und er war aus meiner Sicht auch zu Recht ein bisschen sauer, ja, weil man hat zu wenig gesehen. Es geht um viel, es geht, wie du gesagt hast, es geht um die Wurst, es geht um den Abstieg. Und da, wie wir wissen, geht es nur mehr,
um den absoluten Kampf und den Willen. Und das müssen alle, wir haben es glaube ich vorige Runde oder vor zwei Runden besprochen, dass das, wer den stärkeren Willen hat, wird sich letztendlich durchsetzen. Wir sind also mittendrin im Abstiegskampf, der, wie Michi Konzel schon richtig angesprochen hat, sehr spannend verläuft. Auch weil es zwischen Altach und Admira ein 1:1 gegeben hat. Und das, Michi, ist so gekommen. Hier ist das Video dazu. Ja, man muss sagen, die Admiraner waren auch verbessert. Eine schöne Kombination, man sieht, es geht dann auch ein bisschen zu leicht. Ja. Teilweise. Also ich glaube, Großchancen für die Admiraner. Also sie haben dann ein bisschen gehadert, klarerweise. Kleinspann macht es dann per Kopf. Das ist ein wunderschöner Führungstor. Fällt die Zuordnung. Altach war an dem Tag nicht so wie gewohnt, aber sie sind einfach eine Mannschaft, die schon Qualität haben. Ja. Mit dem Ausgleich in der 67. Minute. Drei Defensivleute. Also ich als Dormer verstehe es auch oft nicht. Ja. Das sind drei Defensivleute und der eine Mann, der macht ihnen das Leben so schwer. Also da fehlt vielleicht oft die Zuordnung, die Entschlossenheit, glaube ich, ist das richtige Wort, dass einer Verantwortung übernimmt, in dem Fall. Aber sonst würden wir auch keine Tore sehen, wenn alles funktioniert. Dann hätten wir ja nichts zu analysieren. Genau. Und ich glaube, dass es trotzdem gerecht ist, das Unentschieden. Ich wollte nämlich gerade die These postulieren, dass es schon zwei verlorene Punkte für die Admira waren. Zu Beginn, ja. Aber Altach ist eine Mannschaft mit viel Qualität. Und sie haben das dann auch versucht zu korrigieren, was sie falsch gemacht haben. Und wenn man die Chancen hernimmt zu Beginn, kann man sagen, okay, die Admira hat den Sieg verschenkt. Ja. Aber umgekehrt, wenn du dann so ein Tor kriegst, kannst du dich auch nicht mehr aufregen. Und für Altach ist jetzt kein großer Beinbruch, dieses 1:1. Admira-Trainer Soldo hat nach dem Spiel gemeint, eigentlich haben wir bis auf das 0:3 gegen die Tirol jedes Spiel gut absolviert. Erstens, stimmst du ihm zu? Zweitens, was kann er sich davon kaufen? Gar nichts. Jedes Spiel ist ein bisschen aus der Admiraner-Brille gesehen, ganz klar. Es waren schon Spiele dabei, wo ein bisschen was gefehlt hat, wenn wir uns erinnern. Da war auch der Magerzauer und da gehört eine bessere Einstellung her. Aber das war schwer in Ordnung und es ist auch Qualität in der Mannschaft, das muss man auch sagen. Das sieht man, da hapert es immer wieder, aber ich glaube, dass man die richtigen Personalien getroffen hat mit den Ernstl Baumeister wieder und auch den Magert. Also die werden da schon eine richtige Professionalität reinbringen und vielleicht ist genau das Erfolgsrezept, dass man eben nicht absteigt. Mhm. Das Pendant von Soldo, nämlich Pastor, der Altach-Coach, hat sich ein bisschen zerknirschter gezeigt und gemeint, die Admira hat unseren Spielplan durcheinander gebracht und bis auf die ersten Minuten nach dem 0:1 hat eigentlich gar nichts gestimmt. Da geht es ein bisschen sehr pessimistisch an, der junge Mann, oder? Er kennt die Mannschaft, er kennt oder weiß, dass die Mannschaft einfach mehr drauf hat und dass das nicht das Gelbe vom Ei war, weiß er am allerbesten. Sie haben teilweise Glück gehabt. Aber es gilt das jetzt zu analysieren, was haben wir diesmal nicht so gut gemacht, was vielleicht die anderen Spiele funktioniert hat. Und ich habe es, glaube ich, zweimal schon gesagt, dass ein Potenzial in der Mannschaft steht, dass sie auch die Austria ein bisschen ärgern kann, das glaube ich schon. Und damit hätten wir noch ein Spiel zu behandeln bzw. zu analysieren und das hat gelautet Mattersburg gegen St. Pölten. Und es war ein großer Befreiungsschlag, wichtiger Befreiungsschlag für die Mattersburger. Ein 2:0 Heimsieg ist es geworden. Michi, der welchen Stellenwert hat und wie wichtig war für Mattersburg? Ganz wichtig, weil die Mattersburger aus meiner Sicht doch schon ziemlich verunsichert waren. Vor allem, sie haben das nicht auf den Platz gebracht, was sie normalerweise, was die Mannschaft von Mattersburg normalerweise auszeichnet. Ja, dass sie eben über den Kampf kommen. Und vielleicht war das so der Weckruf jetzt, ja, dass man wieder dort weitermacht, was man schon, es ist ein bisschen länger her, aber was Mattersburg immer wieder ausgezeichnet hat, dass sie eben über den Kampf kommen, dass sie als Mannschaft kompakt auftreten. Und das war diesmal okay. Kuster hat momentan auch eine ganz gute Form, muss man auch sagen. Das gibt auch Sicherheit. Und für St. Pölten ist es halt
ja, auch leider immer so ein bisschen auf und ab. Okay, dann schauen wir mal gemeinsam rein, wie es zu diesem 2:0 gekommen ist. Das ist das 1:0 durch Andi Gruber nach Vorarbeit von Kuhn. Das sind, darüber werden wir gleich noch sprechen, vielleicht die zwei spielbestimmenden Persönlichkeiten. Zuckerpass, also der geht gar nicht besser und war auch super gemacht, nur vom Timing her Riegler ganz schlecht. Also das darf nicht passieren, in Wahrheit so ein Tor. Sie haben hier das Foul, das zum Elfmeter von Pusic geführt hat, 87. Minute, 2:0. Ja, und die Frage, muss man das geben oder nicht, aber bei St. Pölten war diesmal ein bisschen zu wenig. Mhm. Das war einfach nicht so, dass man sagt, da hat man wirklich dagegen gehalten. Ja. Und vielleicht zu Beginn, aber dann war Mattersburg schon die Mannschaft, die sich das mehr verdient hat. Wenngleich beide Trainer sich eigentlich einig waren, dass St. Pölten genauso gewinnen hätte können. Das hat man sowohl von Pornweiser wie auch von Ibertsberger gehört. Also so wirklich überzeugt war Pornweiser offensichtlich auch nicht von seiner Mannschaft, wenngleich er natürlich gesagt hat, Effizienz hat gepasst. Das war das, was uns in den letzten Spielen gefehlt hat. Genau, das hat gefehlt und vor allem, so wie es angesprochen hat, man hat als Mannschaft agiert, man hat die Chancen, die man gekriegt hat, hat man auch genutzt und vor allem das erste Tor war sensationell, also das kann man gar nicht besser spielen mit dem Außenriss, aber wie ich schon gesagt habe, es ist, der Riegler kriegt jetzt schon das zweite Mal, dritte Mal in so einer ähnlichen Situation ein Tor, also da stimmt das Timing nicht ganz aus meiner Sicht, aber er ist nicht der Schuldige, weil der hat dann auch zweimal sensationell gehalten, ja, das muss man schon sagen, ist ein guter und wichtiger Mann für St. Pölten. Aber jetzt, ich glaube, dass St. Pölten nicht in der Nähe war, dass man es gewinnen kann, dass man vielleicht ein Remis holt, ja, aber zum Siegen war die Mannschaft nicht bereit, glaube ich. Trainer Ibertsberger hat trotzdem gemeint, aus dem Spiel heraus hat Mattersburg kaum eine Chance gehabt. Sei dahingestellt, ich mag mit dir noch ein, zwei Sätze verlieren über die zwei bestimmenden Persönlichkeiten im Mattersburg-Spiel, nämlich die beiden Andis, Andi Gruber und Andi Kuhn. Die funktionieren und harmonieren offenbar wunderbar, weswegen der Erfolg offenbar auch Begehrlichkeiten weckt. Andi Gruber soll auch für andere Vereine interessant sein, naheliegenderweise, oder? Also ist überhaupt ein Spieler, der aus meiner Sicht schon länger, mir fällt er schon länger auf, dass der Potenzial hat, dass der möglicherweise auch für bessere Mannschaften in Frage kommt und anscheinend gibt es schon Interessenten, für mich nicht verwunderlich, ja. Also wundert mich gar nicht. Also das heißt, Klassenerhalt muss sein für Mattersburg, sonst ist er sowieso weg, oder? Ich nehme es an. Ich nehme an, dass er, ich weiß nicht, ich kenne die Verträge natürlich nicht, aber es wird wurscht sein, ob sie jetzt absteigen oder nicht. Ich glaube, dass es ein Spieler ist, der natürlich von anderen Scouts schon beobachtet, schon länger beobachtet wird und gejagt wird. Möglicherweise wird es egal sein, ob sie oben bleiben oder absteigen. Vielleicht ist er sowieso. Ich befürchte fast für Mattersburg, dass man so einen Spieler nicht halten kann. Na, schauen wir. Wir werden jedenfalls dranbleiben und das Ganze für Sie verfolgen, ebenso wie das Geschehen überhaupt in der Bundesliga. Nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder in alter Frische. Ja, ich hoffe, es geht so weiter, weil es ist extrem spannend und man sieht auch wirklich schöne Spielzüge und Tore. Absolut. Wir freuen uns und freuen uns auch auf Sie, wenn Sie wieder mit dabei sind. Wiederschauen. Danke. Wiederschauen. Ciao.